Hallo und herzlich willkommen im Livestream von Jugendhakt Halle. Hallo an alle Teilnehmenden, die jetzt in diesem Moment im Hintergrund sozusagen sich schon so langsam bereit machen. Und auch natürlich ein ganz herzliches Willkommen an alle Gäste, die zuhören und jetzt so in der nächsten halben Stunde ungefähr sich anhören und bestaunen wollen, was die Teilnehmenden hier an diesem Wochenende vollbracht haben. Ich bin Lisa, ich gehöre zum Orga-Team Jugendhakt Halle. Und was ist Jugendhakt eigentlich? Vielleicht für diejenigen, die das noch gar nicht kennen, noch mal ganz kurz. Jugendhakt ist ein gemeinnütziges Förderprogramm von der Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade. Jugendhakt richtet sich an technikbegeisterte Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Und Jugendhakt findet inzwischen insgesamt in 11 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Und eine Stadt davon ist eben Halle. Wir wollen diese jungen technikbegeisterten Menschen bei Jugendhakt ermutigen, mit Code die Welt zu verbessern. Das ist der Claim von Jugendhakt, das heißt, wir bzw. auch die Jugendlichen beschäftigen sich hier nicht mit irgendwelchen Themen, die gerade so ihnen durch den Kopf gehen, sondern insbesondere auch mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen. Das heißt, die Projekte, die bei Jugendhakt entstehen, sind immer dazu da, ein bestimmtes Problem zu lösen, was in der Gesellschaft besteht oder was auch im direkten Umfeld bei den Jugendlichen selbst im Leben besteht. Jugendhakt in Halle gibt es jetzt schon zum vierten Mal. Das ist die vierte Ausgabe in diesem Jahr 2020. In den letzten 3 Jahren haben wir uns natürlich in Halle vor Ort getroffen, nämlich im Eigenbaukombinat. Das ist der Ort, wo auch ich jetzt gerade sitze. Das Eigenbaukombinat ist der Hack- und Makespace in Halle. Das heißt, hier sind im Normalfall sehr viele Menschen im Verein aktiv, die hier verschiedene Werkstätten nutzen oder die sich auch im Hackspace treffen und zusammen an ihren eigenen Projekten arbeiten. Und regelmäßig öffnen wir natürlich auch gerne die Türen für junge Menschen, um hier sich kreativ zu verausgaben. Nun ist es in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Vielleicht haben Sie das ja auch schon oder habt ihr das ja auch schon mitbekommen. In den letzten Wochen und Monaten stand die Welt ein bisschen Kopf oder steht sie auch immer noch ein bisschen Kopf. Deswegen ist Jugendhakt in Halle dieses Jahr zum allerersten Mal eine Remote-Veranstaltung. Das heißt, komplett online. Wir haben die letzten 3 Tage eigentlich alle uns ausschließlich im virtuellen Raum, im Internet gesehen und darüber auch zusammengearbeitet. Also es war alles ein bisschen anders in diesem Jahr. Wir haben das auch, für uns war es ein Experiment, wir haben das mal ausprobiert, weil wir natürlich, wir wollten die Veranstaltung nicht komplett ausfallen lassen und haben das probiert und wir können sagen, es hat auch funktioniert. Also tatsächlich sind jetzt am Ende des Wochenendes 4 ganz spannende Projekte entstanden, die Sie gleich präsentiert bekommen von den Jugendlichen selber. Und schauen wir uns gleich an. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, damit Sie da eine oder ihr auch eine Vorstellung davon habt, wie so ein Remote-Hackathon eigentlich abläuft. Noch ein paar Worte zum Ablauf des Wochenendes. Wie funktioniert das genau oder was haben wir genau gemacht? Los ging es am Freitag. Da haben wir uns um 17 Uhr nachmittags hier, ich sage hier, weil hier in diesem virtuellen Raum getroffen. Also wir haben dafür eine Plattform namens Big Blue Button benutzt, sozusagen wie ein virtueller Seminarraum.
Da haben wir uns alle getroffen, um uns erstmal kennenzulernen, weil die Teilnehmenden, die hier zusammengearbeitet haben am Wochenende, aus ganz Deutschland verstreut kommen und sich selber auch zum Teil noch nie gesehen oder gehört haben. Das heißt, am Freitag stand erstmal Kennenlernen auf dem Plan, um dann anschließend gemeinsam in das inhaltliche Arbeiten einsteigen zu können. Inhaltlich wurden wir unterstützt, genau das noch als kleinen Eindruck, wie das denn so aussieht in einem Big Blue Button. Also es ist ein Screenshot vom Freitagnachmittag. Da sind jetzt nicht alle drauf zu sehen. Das war während eines kleinen Kennenlernspiels. Sind nur ein paar der Teilnehmenden und auch Erwachsenen, Mentorinnen und Mentoren, die natürlich auch das ganze Wochenende dabei waren, zu sehen. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, ne? Also in der Videokonferenz, wo sich dann alle begegnen. Und genau, um uns inhaltlich so ein bisschen einzustimmen, hatten wir Besuch am Freitag von der lieben Julia, die uns eine kleine Keynote präsentiert hat, also einen Vortrag gehalten hat mit dem Titel Let's Hack It, warum Technik ist, was wir daraus machen. Und da hat sie sozusagen den Teilnehmenden ein paar schöne Inspirationen mitgegeben, welche Rolle Technik in unserer Gesellschaft, insbesondere auch jetzt mit Bezug auf die Pandemie, spielt. Also wir haben uns da so ein bisschen angeschaut, oder Julia hat uns etwas darüber erzählt, wie das mit der Corona-App eigentlich genau, nicht unbedingt, wie das funktioniert, aber was es da auch für Diskussionen um diese App herum gibt und worauf man auf jeden Fall achten sollte, wenn man technische Anwendungen entwickelt, die am Ende einsetzen möchte, insbesondere für solche gesellschaftlichen Zwecke. Genau, und mit diesem interessanten Vortrag im Hinterkopf sind die Teilnehmenden anschließend in ein Brainstorming gegangen. Das heißt, sie haben sich dann in separaten Räumen zusammengesetzt und haben sich zu verschiedenen Oberthemen Gedanken gemacht, um konkrete Projektideen zu entwickeln. Diese Brainstormings haben in Themenräumen stattgefunden. Da hatten wir uns vier Themen überlegt, nämlich Freundschaft in der digitalen Welt. Das auch mit besonderem Blick eben auf die vergangenen Monate, wo ja Social Distancing auf dem Plan stand und auch immer noch steht. Also wie kann Freundschaft in der digitalen Welt funktionieren? Was brauchen wir dafür vielleicht auch noch für Anwendungen? Dann hatten wir das Thema Bildung und Schule, wo ja Digitalisierung auch eine ganz große Rolle spielt. Umwelt- und Klimaschutz und auch Netzpolitik und Überwachung als Oberthemen. Dazu haben sich die Jugendlichen Gedanken gemacht, haben sich in kleinen Gruppen zusammengefunden und wie gesagt am Ende vier Projektideen daraus entwickelt. Am Samstag ging es dann weiter mit, früh haben wir zunächst mal ein bisschen diskutiert über die Hackerinnen-Ethik. Diejenigen, die dem CCC zum Beispiel nahestehen, also dem Chaos Computer Club, die kennen das vielleicht schon. Die Hackerinnen-Ethik, das ist sozusagen ein ethisches Regelwerk, möchte ich sagen, oder so ethische Grundansätze, die rund um den Chaos Computer Club verfolgt werden und die wir auch bei JugendHackt immer wieder gerne kommunizieren. Nach dieser Diskussionsrunde haben wir nochmal einen Input bekommen von Olf, der was zum Thema Open Source erzählt hat, weil nämlich die ganzen Anwendungen, die bei JugendHackt entstehen, am Ende auch unter freien Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die werden dann auch sind sozusagen öffentlich zugänglich. Und dann ging es auch schon los. Und dann haben die Jugendlichen im Prinzip den gesamten Samstag bis gestern Abend gearbeitet an ihren Projekten. Und heute früh ging es auch gleich weiter, damit sie jetzt Ihnen und euch ihre Projekte, also ihre Prototypen vor allem, präsentieren können. Prototypen sage ich extra nochmal mit Betonung, weil natürlich innerhalb dieser wenigen Stunden, die wir eigentlich nur hatten, keine fertigen Anwendungen, Apps oder sonst was entstehen, sondern Prototypen, wo man dann aber auch im Anschluss vielleicht sogar noch dran weiterarbeiten kann.
was genau die Jugendlichen gemacht haben, das ist ja das Allerspannendste, das erzählen sie jetzt selbst. Und ich möchte an der Stelle auch schon mal die erste Gruppe auf die virtuelle Bühne bitten. Das sind nämlich Stefan, Jonathan und Cornelius. Die können sich jetzt schon mal im Video dazuschalten. Und wir werden euch jetzt auch die Moderationsrechte geben, sodass ihr eure Präsentation teilen könnt. Genau, das ist nämlich die Gruppe Action Coin und die haben sich beschäftigt mit einem sozusagen digitalen Bezahlsystem, was man anstatt von Wertmarken einsetzen kann. Was genau, erzählen Sie gleich selber, aber genau, vielleicht bekommt ihr da auch den ein oder anderen Hinweis, wie ihr besser die Kontrolle über eure Ausgaben behalten könnt. Genau, ich schaue mal in die Gruppe, gebt mir ein kurzes Zeichen, seid ihr soweit? Dann Daumen hoch einmal. Ja, Stefan hat den Daumen hoch gezeigt. Dann würde ich an der Stelle sagen, ich übergebe und wünsche viel Spaß bei der ersten Gruppe. Sind alle da, die brauchen? Ja, okay. Dann fangen wir einfach an. Action Coin heißt unser Projekt. Wir wollten, also mit dem Ziel, Wertmarken zu ersetzen. Das kennen Sie bestimmt alle. Das sind diese lustigen Karten, die man zum Beispiel bei Schulfesten bekommt, wo man irgendwie 50 Cent dafür bezahlt und dann gehen die verloren und dann kann ich nochmal welche haben. Solche Sachen, die sich dann alle da entziehen, die da alle passieren, das kennt man ja alles. Und das wollten wir halt alles verbessern. Unsere Ziele ist es, wie gesagt, Wertmarkensysteme zu ersetzen und dabei noch nebenbei Features, die das Digitale uns bringt, einzubauen, wie zum Beispiel das einfachere Führen von Statistiken, Ausgaben, eventuell sogar Familienaccounts, damit man dann über mehrere Leute tracken kann und eventuelle Auflösungen kriegt und so vieles mehr, was da nicht alles draufkommt, wo sicher kreative Leute noch erweitern können. Dann nächste Folie, genau. Dann zum Datenfluss in der App und wie das genau funktioniert, erzählt euch jetzt Jonathan etwas. Okay. Gemutet. Okay, also wir fangen an mit einem Händler, der ein Item hat und das möchte er verkaufen. So. Okay. Dem Item wird jetzt eine ID oder ein Code zugeordnet. Und dieser Code wird einer Datenbank zugeführt. Das ist bisher noch sehr einfach. So, wenn jetzt ein Kunde ankommt und sagt, ich möchte das Item haben, dann sucht er sich den Code raus und dann gibt er den Code ein. Und dann wird ihm, dann wird er von der Webseite oder von der App gefragt, willst du das wirklich kaufen? So als Bestätigung, weil man kann ja aus Versehen verklicken. Und entweder bezahlt man dann das Item mit seinen Wertemarken oder man bezahlt halt eben nicht und kriegt nichts. Hier ist noch einmal die Textversion davon. Und wir machen halt auch noch ein paar Checks, damit nicht auf einmal Wertmarken aus der Luft entstehen und solche Dinge, dass man nicht Sachen kaufen kann, wenn man das Geld nicht hat und vieles weitere, was aber so Standardsachen sind, die man erwarten würde von solchen Systemen. Genau. Und Features, die wir haben, die sind noch im Early Access in dem Sinne, aber funktionierendes Account Management. Wir haben, soweit wir wissen, keine Fehler, die dazu führen, dass wir Geld produzieren. Die Abrufgeschwindigkeiten sind erstaunlich schnell. Wir kriegen alles Mögliche an Daten und Transaktionen geregelt, ohne dass wir dabei Probleme haben. Und es funktioniert eigentlich alles für die Zeit sehr gut. So, dann kommen wir jetzt zu Problemen. Das kann Johnson wieder machen. Du bist noch gemutet. Also wir hatten unterschiedliche Probleme. Zum Beispiel Payment-Systeme an sich, die müssen sicher sein, die müssen, da musst du richtig viel für können, damit du die wirklich gut baust und wir möchten eigentlich niemandem sagen, dass er unser System im jetzigen Zustand benutzen soll. Das ist eine ganz schlechte Idee, weil es hat sehr wenig Testing und sehr viele Fehler
Obwohl wir da sehr viel Arbeit reingesteckt haben, aber 2 Tage sind nicht genug Zeit, um alles aufzusetzen, weil viele von uns hatten ja nicht einmal alles Mögliche installiert, damit wir wirklich anfangen können zu arbeiten. Und es ist eine generell eine blöde Idee, das irgendwie zu benutzen derzeit, weil die Sicherheit ist noch sehr fragwürdig. Dann kommen wir jetzt zur Live-Demo und hoffen, dass die Demo-Götter gut gestimmt sind. Halt, das ist die falsche Folie. Da wollen wir hin. Und dann holen wir uns die Live-Demo aus dem 3. Chrome. Das ist diese hier, genau. Das sollte man jetzt sehen. So, das ist unsere App. Man kann sich jetzt als Nutzer einloggen oder registrieren. Ich habe schon mal für den zum Zeigen einen Nutzer erstellt. Da kann man seine eigene E-Mail machen, eventuell noch E-Mail-Confirmation. All das haben wir alles noch nicht, aber das kommt noch. Also es sind noch Ziele, dann kann man sich einloggen, das jetzt genau. Und dann kann man eine neue Transaktion beginnen und das was von dem Händler kaufen. Ich habe eine Transaktion vorbereitet, vorher, da das jetzt alles mit Händler-Account switchen und so weiter ziemlich aufwendig ist. Das ist das, was dem Kunden am Ende sichtbar ist. Der Kunde bekommt von dem Händler einen 4-stelligen Code, in diesem Fall ist das BFLV, also einfach irgendwelche zufälligen Zeichen, die werden generiert. Und wenn ich dann Go drücke, dann sagt ihr mir, was ich gekauft habe, in dem Fall ein Alpaka für 10 Wertmarken, ist erstaunlich günstig, und berechnet mir, ob ich das am Ende, was ich alles haben würde. Wenn hier also mehrere Items wären, dann würde hier auch alles aufgezeigt. Und wenn ich das dann akzeptiere, dann funktioniert das und da hört jetzt das Frontend auf, das ist jetzt alles bezahlt und gelockt und wurde informiert, aber wir haben das noch nicht ganz fertig. Das heißt, jetzt müsste hier noch Umleitungen und so weiter rein. Aber genau, so wäre der Payment-Prozess und jetzt ist dieser Code zum Beispiel, jetzt ist dieser Code wieder ungültig und genau, das ist das Payment-System. Damit, die Idee ist damit, die Nutzerfreundlichkeit so hoch wie möglich zu halten, Tipparbeit, Fehler und all sowas zu minimieren. Genau. Und das ist eigentlich alles, was wir bisher haben. Ja, herzlichen Dank. Lieber Stefan, lieber Jonathan und lieber Cornelius, das ist ja auf jeden Fall ein ziemlich ambitioniertes Projekt. Ihr habt ja wahnsinnig was geleistet in den 2 Tagen. Vielen Dank. Wir applaudieren alle mal virtuell für euch. Genau, stellt euch euren Applaus vor. Die nächste Gruppe, die ich jetzt auch schon mal auf die virtuelle Bühne bitten möchte, das ist die Gruppe Müll entsorgen. So heißt das Projekt. Und da bitte ich jetzt mal Linus und Salome auf die Bühne. Und die werden Ihnen jetzt nämlich gleich die Frage beantworten, wo Sie in Halle Ihr Kaugummipapier am besten entsorgen können. Damit haben die sich nämlich beschäftigt und wie genau sie das gemacht haben, das werden sie gleich selbst erzählen. Hallo, ich bin Salome und ich war in der Gruppe Müll entsorgen. Und wir haben uns überlegt, dass es ein großes Problem ist, dass Menschen, wenn sie in der Stadt Mülleimer nicht finden, den Müll einfach auf die Straße werfen, weil sie halt Mülleimer vielleicht einfach nicht finden. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn der Müll dann auf der Straße rumliegt. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine Website erstellen, auf der es eine Karte gibt. Und auf der Karte sind mithilfe von so kleinen Pins alle Mülleimer und Müllentsorgungsstellen der Stadt gekennzeichnet auf der Karte. Und dann kann man da draufklicken und dann wird einem angezeigt, was das für ein Mülleimer ist, also welchen Müll man da reinschmeißen kann und in welcher Straße der Mülleimer steht. Und das soll halt helfen, dass nicht mehr so viel Müll auf der Straße rumliegt und ja, dass halt einfach der Müll auch in den Mülleimer geworfen wird, weil man sie halt leichter finden kann. Ja, ich stelle jetzt mal kurz unsere Webseite vor. Wir haben uns eine Webseite gemacht, wo halt, wie schon gesagt, die Karte hier zu sehen ist. Die Punkte stimmen jetzt noch nicht überein, da wir die ganzen Datenmengen noch nicht halt reingefügt haben. Und wenn wir uns auf unsere Startseite begeben, kann man hier die ersten Informationen sehen, wo natürlich noch mehr hinzukommt, wo einfach steht, was das für eine Website ist und was man hier zu sehen bekommt. Und unter weiteren Infos sind unsere kleinen Arbeitsschritte und wie wir überhaupt auf das Thema gekommen sind, angegeben. Und man sieht hier auch unsere Bearbeitungsschritte. Das war von unserem gestrigen Tag
Und das untere ist, was wir heute sozusagen, wie wir heute das Ganze fertiggestellt haben. Dann haben wir noch hier unser Impressum, wo halt wir noch kurz angegeben sind, wer das Ganze gemacht hat. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir das auch sozusagen für alle Handynutzer gerecht gemacht haben. Das heißt, dass man nicht sein Laptop mit draußen rumschleppen muss und dann den Mülleimer suchen muss, sondern man kann das Ganze hier auch, wenn ich jetzt mal auf die Map gehe, wird das Ganze hier angepasst, auch mit einer Leiste, wo man mit dem Finger nicht in der Karte hängen bleibt, sondern hier an der Seite einfach weiter scrollen kann oder halt tippen kann. Und wenn man das hier zieht, dann passt sich das Ganze auch wunderschön an. Genau. Und wir haben natürlich auch das erste Mal mit HTML und GitHub gearbeitet, was ich denke auch erwähnenswert ist. Okay, vielen Dank, ihr beiden, Linus und Salome, für eure Präsentation. Auch ihr fühlt euch applaudiert. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Gerade wenn man bedenkt, dass ihr jetzt beide an dem Wochenende eine ganze Menge neues Wissen euch angeeignet habt. Also wie funktioniert das eigentlich mit HTML und CSS? Das habt ihr alles neu gelernt und das ist doch wirklich wirklich erstaunlich, was am Ende jetzt rausgekommen ist. Vielen Dank. Und geht's auch schon weiter mit der nächsten Gruppe. Während die Gruppe Jujo sich jetzt gerne schon mal auf die virtuelle Bühne begeben darf, begrüße ich ganz herzlich Stella, Jana und Julian. Und ihr habt euch mit dem Thema Freundschaft in der digitalen Welt auseinandergesetzt. Ihr habt euch überlegt, wie Spielspaß online auch und trotz Social Distancing funktionieren kann, habt eine kleine Anwendung gebaut und die wollt ihr uns jetzt vorstellen. Dann euch viel Spaß und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern im Stream viel Spaß mit Jujo. Ja, hi, wir sind Julian, Jana und Stella und wir möchten euch unser Projekt vorstellen, das heißt Jujo, gemeinsam ist man stärker. An diesem Punkt möchten wir uns natürlich auch direkt bei unseren Mentorinnen Norma und Chrissy bedanken und natürlich auch bei der Orga, die dieses Event erst möglich gemacht hat. So, jetzt stellen sich wahrscheinlich alle die Frage, Jujo, was für ein seltsames Wort. Jujo ist japanisch für Freundschaft und da es genau um diese bei unserem Projekt geht, haben wir uns das als Titel überlegt. Mal zum Überblick, was wir Ihnen heute vorstellen möchten. Das ist einmal die Idee, dann welche Technologien wir verwendet haben. Und natürlich auch das Gameplay. Sollte das aus irgendeinem Grund streiken, haben wir Screenshots eingefügt. Sollte das Gameplay funktionieren, überspringt die Stella dann freundlicherweise. Dann zeigen wir euch, wo der Code zu finden ist. Und dann zeigen wir euch noch den Ausblick. Achso, Die Idee ist es halt, dass man zusammen, zu zweit, mit einem Freund einen bösen Feuerball besiegt. Und jetzt einmal, wie kam es zu dieser Idee? Wir sind auf diese Idee gekommen, um halt, damit man auch in Zeiten wie diesen, zu Corona, wo man sich halt nicht wirklich persönlich sehen kann, auch noch Spaß mit seinen Freunden haben kann und sich auch noch connecten kann. Genau. Was haben wir als unsere Technologien eingesetzt? Wir haben auf der Website selbst natürlich JavaScript, HTML und CSS verwendet, was hauptsächlich Jana und Stella gemacht haben, wo die beiden auch noch gar nicht so viel Erfahrung hatten, aber ich muss sagen, ihr habt ganz schön viel geleistet da. Und ich habe quasi die Synchronisierung im Hintergrund mit Golang geschrieben. Ja. Genau, jetzt seht ihr hier so einen kleinen Ausschnitt mal von unserer Arbeit. Ja, das Gameplay überspringen wir jetzt mal so. Dann muss ich ganz kurz die Präsentation beenden. Das ist unser Startbildschirm. Warte, ich resette das jetzt nochmal am besten. So, das ist unser Startbildschirm. Wenn der Host ist oder der Gastgeber, muss man zuerst hier seinen Namen eingeben. Da nehmen wir jetzt einfach mal Test.
Und dann würde man hier auf ein neues Spiel anlegen. Wenn man das dann halt gemacht. Man hört dich gerade nicht. Nee, es liegt nicht am Mute. Ich glaube, kann es sein, dass du zu weit weg bist von deinem Mikro oder sowas? Nee, könnte eigentlich nicht sein. Kann man jetzt. Mich jetzt wieder hören? Jetzt aber ja, jetzt geht's. Okay, gut. Ja, dann wieder zurück. Jetzt hört man dich wieder jetzt nicht. Jetzt wieder weg. Also, sobald du die Webseite gehst. Okay. Das ist schlecht. Sag mir noch mal was. Dann hört jetzt geht's. Ja, ja, jetzt. Okay. Jetzt ist wieder weg. Ah, das ist ungünstig. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir das über die PowerPoint machen. Ja. Okay, also Startbildschirm habe ich ja schon erklärt. Dann wird man, wenn man der Gastgeber ist und seinen Namen eingegeben hat, würde dann dieser Bildschirm auftauchen, wo dann der PIN erscheinen würde, den man seinem Freund oder seiner Freundin schicken müsste. Wenn man dieser Freund oder Freundin ist, dann würde man halt auf das andere und dann würde man zu diesem Bildschirm hier geschickt werden. Und da müsste man einmal seinen Namen eingeben, den PIN eingeben und dann los geht's drücken. Dann würde man zum Tutorial kommen. Das ist hier einmal. Ich würde halt willkommen bei Julio, das Spiel, bei dem man Freundschaft gewinnt. Die Regeln sind ganz einfach. Euch wird eine Frage und so weiter und so fort. Und wenn man dann das Tutorial gelesen hat, kommt man auch schon an. Ihr seid die zwei Sterne. Der Stern ist jetzt ein bisschen vom Feuerball überdeckt. Und der Grüne. Und der Feuerball würde euch dann die Frage stellen einmal, also welcher Spieler zum Beispiel ist älter. Und dann müssten beide Freunde sich auf eine eine Antwort einigen, zum Beispiel auf Luna oder auf Tess. Und wenn sie jetzt Luna Stella, du bist schon wieder weg. Dieser würde jetzt rot aufleuchten und man dürfte ihn halt angreifen, wenn man die Frage richtig beantwortet hat. Zusammen hat man, können die Spieler sich aber nicht auf eine Antwort einigen und haben zwei unterschiedliche Antworten gegeben. Darf der Feuerball angreifen und der greift doppelt so stark an. Und dann wird ihr halt rot aufleuchten. Habt ihr das Spiel gewonnen, kommt ihr zum Gewinnerbildschirm und könnt wieder reloaden. Und habt ihr verloren, kommt ihr zum verlorenen Bildschirm. Ja, genau. Wo findet ihr unseren Source Code, also den Teil, den Jana und Stella gemacht haben, findet ihr unter dem oberen Link, Julio-Frontend, und mein Teil, den Backend-Teil, findet ihr in dem unteren Link. Genau. So, jetzt noch zum Ausblick, also das, was wir eigentlich geplant hatten, aber leider wegen der Zeit nicht mehr umsetzen konnten. Als erstes wollten wir mehr Level noch erstellen, das heißt noch eine Level-Auswahl und auch mehr Gegner. Gleichzeitig wollten wir natürlich auch mehr Fragen, weil momentan haben wir ja ein paar, aber nicht sonderlich viele. Wir wollten auch noch mehr Animationen und einen besseren Hintergrund machen, weil wie Sie gesehen haben, ist unser Hintergrund momentan ziemlich simpel. Wir wollten auch bis zu 4 Spieler möglich machen. Die 4 haben wir jetzt mal rechts als Bilder eingefügt. Und wir wollten halt für die Runde ein Zeitlimit setzen, damit man sich jetzt nicht per WhatsApp schnell eine Nachricht schreibt, so ich nehme jetzt das Erste, und dass man sich nicht absprechen kann. Ja, das war's von unserer Seite. Ja, herzlichen Dank für diese schöne und auch sehr anschauliche Präsentation. Cooles Spiel. Also es hat mich auch ein bisschen erinnert, es gibt da so solche Hochzeitsspiele, wo man immer prüft, ob das Ehepaar sich gut genug kennt und ob sie die gleichen Antworten auf bestimmte Fragen geben. Das ist wirklich ein sehr lustiges, unterhaltsames Spiel. Also sehr schön. In der kurzen Zeit habt ihr wirklich viel geschafft. Vielen Dank.
Genau, und während jetzt die nächste Gruppe schon angefangen hat, sich vorzubereiten und hier mit der Präsentation schon auf die Bühne gekommen ist, bitte ich auch dazu noch Hanna, Jan, Tristan und Jan Hendrik auf die virtuelle Bühne. Ihr dürft jetzt euer Projekt Sound of Cyber präsentieren. Im Projekt Sound of Cyber haben sich die Teilnehmenden mit dem Thema Musik befasst und auch mit der Visualisierung von Daten. Und wie das eigentlich zusammengeht, das erzählen sie euch am besten gleich selber. Und ich sehe, die Teilnehmenden sind auch alle auf der Bühne angekommen. Gebt mir einen kurzen Daumen nach oben, wenn ihr bereit seid. Alles klar, super. Dann übergebe ich das Wort an euch und wünsche viel Spaß. Hallo, wir sind das Sound of Cyber Team und wir wollen euch heute unser neuestes Projekt, die Sound of Cyber Website, vorstellen. So, was ist Sound of Cyber überhaupt? Sound of Cyber ist ein Projekt, in dem es um sogenannte Sonifikation geht. Das ist anders als Visualisierung, wo es um visuell, also um Bilder geht, geht es hier um Sound, also um Geräusche und in dem Fall halt bei uns um Musik. Wir wollten das nutzen, weil es eine andere Möglichkeit ist, Daten darzustellen und dadurch auch Interesse vielleicht wecken kann, wo es einen Graph oder ein Bild in irgendeinem Sinne dann nicht kann. Was man hier sieht, ist unsere Pipeline. Das ist das, wie unser System aufgebaut ist. Zuerst generieren wir einen sogenannten Netzwerkgraphen. Das ist im Endeffekt einfach nur die Regeln, wie wir aus den Daten Musik machen. Das kann jeder User sich selbst überlegen, damit jeder individuelle Musik haben kann. Ja, wir fragen aktuell eine API mit den aktuellen Corona-Infizierten ab und daraus bekommen wir dann JSON-Code, was dann zu den Tönen umgewandelt wird. Ja, diese Daten, die von der API rausfallen, müssen dann erstmal verarbeitet werden und das machen wir mit Python im Backend. Genau, unsere Website wird dann auf einem ebenfalls in Python geschriebenen Flask-Server gehostet. Flask ist eine Webserver-Bibliothek und dieser sendet dann die Musikdaten des Backends, die aufbereitet wurden, an das JavaScript-Frontend. Genau, und diese Daten sind Zahlen und die wandeln wir dann in Frequenzen der Töne und in die Länge der Töne um. Und über JavaScript wird dann beim Nutzer eine Tonfolge ausgegeben. So, zu unseren Zielen. Unser Ziel war hauptsächlich zunächst Musik zu erstellen, die individuell zusammensetzbar ist, durch möglichst viele verschiedene Datentypen. Und wir wollten dabei die API-Belastung möglichst reduzieren, ein intuitives Design erstellen und einen bugfreien Code natürlich haben. Okay, jetzt kommen wir zur Demo. Und zwar das ist unsere temporäre Webseite momentan. Wir können hier den Audio-Stream dann starten und der hört sich dann so an. Und wir wollten eigentlich dann noch einen Input machen, aber das hatten wir zeitlich nicht mehr geschafft. Aber wir können ja zum Beispiel auch haben wir gemacht, dass wir Mario-Musik abspielen können. Genau, das war's eigentlich. Und wir wollen uns auch nochmal bei unseren Mentoren bedanken. Okay. Also herzlichen Dank auch an die Gruppe Sound of Cyber mit Hanna, Jan Tristan und Jan Hendrik. Einen großen virtuellen Applaus auch für euch. Ihr habt das ganz großartig gemacht. Vielen Dank. Okay, und wer jetzt fleißig mitgezählt hat, der hat auch gemerkt, dass das jetzt schon das vierte Projekt war. Das heißt, Sie haben alle Projekte jetzt gesehen und gehört. Und an der Stelle bleibt auch mir noch, jetzt muss ich mir kurz die Rechte zurückholen, genau, bleibt auch mir noch kurz am Ende zu sagen, ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die dieses
Event und diese Projekte so möglich gemacht haben. Das sind an erster Stelle unsere ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren. Die hätte ich gerne an der Stelle nochmal auf die Bühne geholt. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass der Stream das nicht aushält. Deswegen lassen wir das mal lieber, damit der Stream auch weiterlaufen kann. Genau, also wir hatten 8 ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren, die die Gruppen unterstützt haben und das ganze Wochenende mitgedacht haben und unterstützt haben. Auch an euch jetzt einen virtuellen, ganz warmen Applaus. Dann ein Dankeschön an alle Helferinnen, Helferinnen und auch die Leute, die mit mir im Orga-Team waren. Natürlich habe ich das nicht alleine gemacht, sondern da vor allem mit dem Nilo und der Julia zusammen haben wir jetzt seit Wochen geplant und versucht, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Zusammen mit aber natürlich auch den Menschen von der Open Knowledge Foundation und Mediale Pfade. Da waren jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende Robert und Nina mit dabei. An euch auch ein ganz großes Dankeschön. Darüber hinaus danken wir Julia für die spannende Keynote, auch Ulf für den Vortrag am Samstagmorgen und wie immer auch dem ganzen EBK dafür, dass wir jetzt auch zumindest hier aus der Schaltzentrale die Infrastruktur nutzen konnten. Also einen ganz, ganz großen Dankeschön an alle, die dabei waren. Außerdem auch an der Stelle sei nochmal genannt unser Kooperationspartner, das ist nämlich die Landeszentrale für politische Bildung, die uns vor allem finanziell unterstützt hat und das Ganze mit möglich gemacht hat. Herzlichen Dank an der Stelle. Und im Prinzip bleiben mir jetzt nur noch ein paar Hinweise. Ich habe jetzt nämlich gerade schon Finanzen erwähnt. Wenn ihr das jetzt total cool fandet, was Sie hier gerade gesehen haben, Jugendhakt wird ja weiterhin bestehen und wir haben immer wieder, dadurch, dass ja im Prinzip sehr viel, dass es gemeinnützig ist und müssen wir immer wieder schauen, dass wir auch genügend Fördermittel zusammenkratzen können, um die Veranstaltungen zu ermöglichen. Und da möchte ich Ihnen kurz den Hinweis mitgeben, es gibt inzwischen einen Freundeskreis Jugendhakt zu Jugendhakt. Wenn Sie also das Programm unterstützen möchten, dann schauen Sie gerne mal auf freundeskreis.jugendhakt.org vorbei. Da gibt es die Möglichkeit, dem Freundeskreis beizutreten und uns finanziell zu unterstützen. Außerdem gibt es aktuell ein Crowdfunding auf betterplace.org. Wenn Sie da Jugendhakt in die Suche eingeben, können Sie uns finden und auch mit kleinen Spenden unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr. Natürlich, um im Endeffekt immer mehr Jugendlichen dieses Programm zugutekommen zu lassen. Noch 2-3 kleine Hinweise an der Stelle. Wenn Sie noch nicht genug habt von Jugendhakt, in 2 Wochen wird schon das nächste Event stattfinden, und zwar in Hamburg. Die Projektorga aus Hamburg wird in 2 Wochen ebenfalls ein Remote-Event, also ein Online-Event, stattfinden lassen. Soweit ich informiert bin, gibt es da auch noch freie Plätze. Ihr könnt euch also auch noch anmelden dafür. Außerdem haben wir in Heidelberg dieses Jahr noch ein Jugendhakt-Event. Das ist aktuell auch als Präsenz-Event geplant. Da ist die Anmeldung auch schon geöffnet. Also auf jugendhakt.org kann man sich anmelden. Und nächste Woche startet außerdem die Anmeldung für Jugendhakt Köln, die auch Jugendhakt in Präsenz momentan noch planen. Ist natürlich alles unter Vorbehalt gesagt, da wir die natürlich trotzdem das Infektionsgeschehen beobachten und das nur durchführen, wenn es sicher ist. Und ansonsten für alle die aus Halle und Umgebung kommen, denen können wir den Junghackertag ganz herzlich empfehlen. Und zwar haben wir hier einmal im Monat, immer am 4. Samstag im Monat, den Junghackertag, wo es quasi ein Mini-Jugendhakt gibt hier vor Ort im Eigenbaukombinat, wo man dann auch den ganzen
Makerspace und Hackspace nutzen kann. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen. Schaut einfach mal vorbei auf junghacker.de, Entschuldigung. Da kann man sich da auch anmelden dafür. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch Ihnen und euch die Kanäle mitzuteilen, über die man sich über das ganze Jahr hinweg zu Jugendhackt informieren kann und auch immer gucken kann, wann sind wo die nächsten Events und kann ich mich da irgendwie noch für anmelden. Das natürlich auf der Webseite jugendhackt.org. Wir sind aber auch bei YouTube mit sehr, sehr vielen Videos schon vertreten aus den vergangenen Jahren, wo ganz viele Projekte vorgestellt werden. Auch Instagram gibt es, auf Instagram gibt es uns unter Jugendhackt, wie auch Twitter und auch auf Mastodon. Also da gerne unsere Kanäle abonnieren und auf dem Laufenden bleiben. Genau, und ansonsten bleibt mir jetzt noch zu sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaudiert alle nochmal kräftig für euch und virtuell für euch und eure Projekte. Es war wirklich, hat großen Spaß gemacht, mit euch dieses Experiment durchzuführen an diesem Wochenende. Und dann hoffe ich trotzdem, dass wir uns beim nächsten Mal wieder in persona sehen, wenn Jugendhackt 2021 hoffentlich wieder im Eigenbaukombinat stattfinden kann. Und ja, damit sind wir auch am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und sag mal bis bald.